Den Kinderzuschlag bekommen Eltern, die genug für sich selbst verdienen, deren Einkommen aber nicht oder nur knapp reicht, um den gesamten Bedarf der Familie zu decken. Der Kinderzuschlag beträgt pro Monat maximal 250 Euro pro Kind. Es wird für jedes unverheiratete Kind bis 25 Jahre gezahlt, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen für das betreffende Kind Kindergeld bekommen. Ihr Einkommen darf außerdem eine gewisse Mindestgrenze nicht unterschreiten. Diese liegt bei 900 Euro brutto für Paare und 600 Euro brutto für Alleinerziehende. Außerdem können Sie den Kinderzuschlag auch bekommen, wenn Sie mit Ihrem Erwerbseinkommen, dem Kinderzuschlag und dem Wohngeld nicht mehr als 100 Euro unter dem SGB II-Anspruch bleiben. Das Einkommen Ihrer Kinder, zum Beispiel Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss, wird lediglich zu 45% dem Kinderzuschlag angerechnet. Ein Antrag lohnt sich auch, wenn Sie alleinerziehend sind und ein kleines Einkommen haben. Zusätzlich zum Kinderzuschlag können Sie Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten, wie zum Beispiel die kostenlose Teilnahme an einem gemeinschaftlichen Mittagessen in Schule und Kita und ein Schulbedarfspaket von 174 Euro. Außerdem sind Bezieherinnen und Bezieher von Kinderzuschlag oder Wohngeld von den Kita-Gebühren befreit. Den Kinderzuschlag müssen Sie schriftlich beantragen, und zwar bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Ob ein Anspruch auf Kinderzuschlag für Sie in Betracht kommt, können Sie mit den Kidslotsen der Familienkasse prüfen. Unter www.kids-digital.de können Sie auch die Antragsunterlagen online ausfüllen. Weitere ausführliche Informationen zu den einzelnen Leistungen und Hilfen finden Sie auch im Familienportal des Bundesfamilienministeriums. Nutzen Sie auch das Infotool des Bundesfamilienministeriums. Hier können Sie anhand weniger Angaben herausfinden, welche Familienleistung für Sie in Frage kommt.